Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch. Das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist Wenn das Leben Loopings dreht von Theresa Kroh. Das Ganze ist im Plein Valais Verlag erschienen, kostet 9,99 Euro und hat 414 Seiten. In diesem Buch geht es um Franziska. Franziska ist so mittleren Alters, ich glaube so um die 40, recht gut situiert, also führt ein gutes Leben. Ihr Mann verdient ganz gut, ihr ältester Sohn ist mittlerweile schon aus dem Haus. Die Tochter braucht sie auch nicht mehr so wirklich, weil sie ihr eigenes Leben quasi führt und schon in der Pubertät ist. Und Franziska fühlt sich oft so ein bisschen, ja, ungebraucht, und auch mit ihrem Mann läuft einfach nicht mehr so nach so vielen Jahren. Er ist sehr vertieft in seine Arbeit, viel unterwegs. Und sie sitzt halt oft einfach alleine zu Hause und ist nicht mehr ganz so zufrieden mit ihrem Leben. Eines Tages findet sie dann einen Brief in ihrem Briefkasten, der nicht für ihre Familie oder sie bestimmt ist, sondern für eine gewisse Laura Kaspari. Ja, Franziska ist natürlich sehr, sehr neugierig und öffnet dann auch diesen Brief. Und in diesem Brief steckt dann ein wunderschöner Liebesbrief von einem Alex an diese Laura. Durch diesen Brief erfährt sie dann auch so ein bisschen, ja, dass die beiden wohl in jüngeren Jahren mal ein Liebespaar waren und dass Alex eben diese Laura nie vergessen konnte und ihr deshalb diese Briefe schreibt. Ja, es kommen dann noch ein, zwei Briefe bei ihr an und Franziska wird natürlich immer neugieriger und beginnt zu ermitteln, wer denn hinter dieser Laura und wer hinter diesem Alex steckt. Denn dieser Alex beeindruckt sie natürlich mit seinen super schönen Briefen extrem. Und sie macht sich dann auf die Suche nach ihm und möchte dann diesen Alex unbedingt selber finden und kennenlernen. Was natürlich so ein gewagtes Unterfangen ist, denn sie ist ja noch verheiratet, hat einen Mann und Familie, und ja, wie das Ganze dann weitergeht, ob sie diesen Alex trifft und was zwischen den beiden dann so ist oder auch nicht, das müsst ihr natürlich selber lesen. Mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Es ist natürlich jetzt keine hochtrabende Lektüre, das auf keinen Fall. Es ist ein locker leichter ja, Liebesroman, würde ich sagen, der sich wunderbar auch jetzt bei tollem Sonnenschein, wie wir es heute haben, draußen super gut weglesen lässt. Ich fand den Schreibstil sehr, sehr gut. Man kam sehr schnell, finde ich, durch das Buch durch. Ich mochte die Charaktere gerne. Es ist natürlich so, ich bin jetzt auch noch nicht im Alter von Franziska und habe noch keine zwei Kinder und bin noch nicht irgendwie 20 Jahre verheiratet. Deshalb ist es vielleicht für mich etwas schwieriger, mich manchmal da reinzudenken. Aber ich finde, die Autorin hat das sehr gut gemacht, so dass auch ich, die jetzt nicht unbedingt in so einer Situation ist, Franziska in sehr, sehr vielem sehr gut verstehen und auch nachvollziehen konnte, warum sie wie gehandelt hat. Ich finde, man hat wieder in diesem Buch deutlich gesehen, wie wichtig es ist, immer wieder miteinander zu reden, in der Familie, in der Ehe, um so auch viele Missverständnisse aus dem Weg zu schaffen. War ein nettes Buch für zwischendurch, was ich euch wirklich empfehlen kann. Das war's dann von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.